Möge Allah Azawajal unsere Geschwister schützen. Ich sage euch, was ich sage über Palästina. Willst du mal Arifatillah sehen? Die haben dir ein Beispiel gegeben. Ein Armutszeugnis für uns hier in Deutschland. Kennt ihr Geschwister, die wegen Arbeit nicht zum Jumma gehen? Kennen wir alle. 100%, es gibt, boah, gibt Geschwister, die gehen nicht zum Jumma. Wegen Arbeit. Ich habe letztens noch eine Frage bekommen. Ich schaffe nicht zum Jumma. Wegen Arbeit. Kennen wir Allah Azawajal? Ist er der Versorger oder ist der Arbeitgeber der Versorger? Wer ist der Versorger? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, nein, hast du ein Problem in deiner Aqidah, dann tut mir wirklich leid. Das heißt, dein Arbeitgeber ist eigentlich eine Wasila, ein Mittel zum Zweck. Weil du sollst nur den Risk suchen. Weil natürlich, Klammer auf Klammer zu, für alle, die Kindergartenalter haben und die nur Kindergartensprache verstehen, ich habe nicht gesagt, geh nicht arbeiten. Ja, aber das werden die Leute sagen, der Abu Ali sagt, die Leute sollen nicht arbeiten. Ich arbeite selber, ja. Und diese Woche war sogar sehr viel, ja, ehrlich. Das ist normal. Ich suche auch meinen Risk. Aber ich weiß, es kommt das, was er will. Also mache ich mich niemals abhängig von diesem Mittel zum Zweck. Ich mache mich abhängig von dem, der es wirklich gibt. Also wenn der Arbeitgeber kommt und sagt, kein Jumma, sage ich keine Arbeit. Und ich sage nicht keine Jumma. Weil ich muss arbeiten. Die Geschwister in Palästina. Habt ihr das Video gesehen, als die Jumma gebetet haben zwischen Trümmer? Bekannt ist so viral gegangen. Was haben die als Einsatz genommen, um in diese Jumma zu gehen? Das Leben. Könnte sein, dass eine Bombe fällt. Könnte sein, dass man auf die schießt. Aber haben die gesagt, keine Jumma? Das ist Ma'rifatillah. Weil wir wissen, Allah bestimmt den Tod. Und nicht ein Mensch. Und nicht eine Krankheit. Allah Azzawajal bestimmt es. Das ist Ma'rifatillah. Das ist Erkenntnis von Allah Azzawajal. Das ist, wenn jemand weiß, wer Allah Azzawajal ist. Der andere, der hier nicht zu befürchten hat, dass er sein Leben verliert. Er hat nicht mal zu befürchten, dass wenn er sogar den Job verlieren sollte, dass er nichts zu essen bekommt. Ja, in so einem System leben wir. Er sagt nein. Arbeit kommt vor. Vor der Pflicht, wie Allah Azzawajal. Und jetzt, du sagst, du hast Allah erkannt. Jetzt sagen wir, wir sind. Und lass mir jetzt andere Fragen. Jetzt können wir über andere Sachen diskutieren. Wir haben Allah nicht erkannt. Wir haben nicht Allah erkannt. Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir uns dagegen entscheiden, zeigen wir, dass wir ihn wahrlich nicht kennen, den wir dienen. Würden wir wahrlich Allah erkennen und Kenntnis haben über ihn, würden wir viele Dinge gar nicht mehr anzweifeln oder nicht tun. Würden wir viel gerader sein. Nicht nur gerade, ich sage nicht, dass wir alle, wir werden immer, ich sage ja, wir bauen diese Basis auf, dass wenn der Tag der Prüfung kommt und der Sünde, dass du trotzdem drin bleibst, dass nicht die Sünde dich aus dem Boden reißt. Siehst du, manche Leute, Bruder, sind stabil. Du siehst, die praktizieren, Lehya, Niqab, dies, das, Ananas. Auf einmal kommt, die machen eine Sünde. Ah, ich mach gar nichts mehr. Ja, Bruder, ich habe jetzt einmal Sinn gemacht, ich mach gar nichts mehr. Macht keinen Sinn. Du hast Allah nicht erkannt. Du hast wahrscheinlich auch in der Zeit, wo du Allah gedient hast, wusstest du nicht, wem du dienst. Weil der Gläubige weiß, Allah ist der Alabama Barmherzige. Der Gläubige weiß, die Barmherzigkeit Allahs überwiegt sein Zorn. Der Gläubige weiß, dass Allah ist barmherziger zu seinem Diener als seine Mutter zum eigenen Kind. Ja, was willst du noch für Vergleiche haben? Aber du hörst nicht zu. Wir hören nur mit den Ohr, aber hiermit nicht. Sonst würden solche Sachen gar nicht entstehen. Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatillah. Mit dieser Sache muss man uns so viel beschäftigen. Wir müssen uns mit Allah so stark beschäftigen. Wir müssen kennen seinen Namen und Eigenschaften. Das ist der Grund, der Verlust von Iman. Das ist der Grund, der Verlust von Gebet, von Fasten, von dies und jenes. Aus dem Grunde. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt, diskutiere nicht mit dem 20 Jahre über Hijab. Und diskutiere nicht mit dem 20 Jahre über andere Sachen. Achi, ruf ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zeig ihn, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Zeig ihn, wer wirklich gibt. Zeig ihn, wer wirklich nimmt. Zeig ihn, wer wirklich vergibt. Zeig ihn, wer wirklich Allah azawajal ist. Zeig ihn, wer da sein wird, wenn er stirbt. Und wer da sein wird, wenn er wieder aufersteht. Zeig ihn, wer die Waagschale ausstellen wird. Und zeig ihn, wer entscheiden wird, ob Ewigkeit Glück oder Ewigkeit Trauer. Das muss ihn zeigen.